leer. Sind wir fertig? Ich schätze ja. Schießpulver. Noch ein Messer. Messer once again. Guess who's back? Back again. Jetzt kriege ich doch wieder ein bisschen Munition dazu. Das ist ganz schön. Oh, Gewehr habe ich ja genug. Auch weil ich so viel zusammengebaut habe. Sorry, Leon. Das war ein bisschen knapp am Messen. Bist doch da waren drei. Käferalarm, ihr habt ein Käferproblem. Wir hin? Der hinter mir. Du miese Sau. Ich will sicher nicht von dir besprungen werden. Platsch. Bin ich jetzt da nochmal? Komme ich da hin? Bevor ich jetzt hier weiter. Müsste ich erstmal runter. Nee, da komme ich noch nicht durch. Das ist ja da, okay. Na, wozu kauft man sich denn, diese erweiterte Schatzkarte mit Echtgeld im Store, wenn man es dann nicht auch benutzt und die Sachen holt. Hallo. Das ist eine Schweinerei hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es ist ein Schwein. Natürlich. Lass doch die Tür auf. Von hinten, ne? Was du gern, wa? Oh, ihr Mistviecher, Drecksspinnenkacke. Reicht ja nicht, dass sie im Real Life schon genug stören. Weil wenn sie einem plötzlich vor der Nase baumeln, wenn man nicht mal an die Decke guckt zwischendurch. Ich werde das nie begreifen. Warum Spinnen sich da runterlassen, wo man sich selber gerade aufhält? Ist völlig egal, wo man ist. Plötzlich baumelt es vor der Nase.
Ich habe keine Ahnung. Ah, da wollte ich hin. Drehst du das mal weg, danke. Schubidupa, widipi, schubidipa. Passt jetzt auch so gut, ne? Falsches Spiel, falsche Konsole, alles falsch. Hier ist nix. Aber da wollte ich hin. Open the gate for me. For me, ja. For me. So. Adam der Erste. Nee, Adam ist der Letzte. Aber gut. Sind wir hier, diesen komischen Stein. Ashley! Ashley! I'm on my way. Halt. Schatz, da komme ich doch gar nicht mehr hin jetzt. Wenn die Sequenz vorbei ist, glaube ich. You have come, my child. What do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible. Was für eine Gabe, du willst Sklaven aus der ganzen Menschheit machen. Nichts anderes. Die keinen freien Willen mehr haben. So sieht's aus. And now your flesh and bones, your very thoughts. Are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Sadler! Ah, yes, the time has come. For this lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all and let it be done. Leon! Go! Ehrlich, bist du mal nützlich? Schuss, Ada. Danke für die Hilfe, ausnahmsweise. Ashley. Damn it. Wie kommt man an den Schatz, der da noch war? Wenn man, weil durch die Sequenz, ne, sage ich ja, man kommt nicht mehr hin. Ja, Leon, du wirst langsam zu einem von denen. Deshalb diese Bilder, diese Halluzination. Still you resist, child.
Er ist kein Kind, er ist 24. Ich weiß, man kann auch noch, wenn man älter ist, ein Kind sein vom Verhalten her, aber auf dem Papier ist er kein Kind mehr. Was ist denn hier los? Erst in der Party hat mich nicht eingeladen, hä? Gut, auf diese Schnarchveranstaltung verzichte ich. Das muss man sich reinziehen, um solche Bilder zu sehen. Ich will es wirklich nicht wissen. Komm, Leon, noch ein Stück. Hast du es gleich geschafft? Halt durch. Den Schlüssel. Müssen das Zeug aus uns rausmachen. You go first. No way. Like I told you, I'm gonna get you home safe. Was ist, wenn du ihr jetzt hilfst und du dich dann verwandelst in der Zeit? Da bringst du sie nicht mehr nach Hause. Auch wenn es keine sichtbaren Wunden macht, muss es unfassbar wehtun. Ja, das habe ich befürchtet. Und es war nicht das letzte Kapitel. Geht noch was. Aber nicht mehr allzu viel. Jetzt wird dir geholfen. No. Okay. Nur den. Es hilft zu dir. Oder hat dir schon geholfen? You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? The map. Leon hat nicht mal was gespürt, hat nicht geschrien. Er war ja auch ohnmächtig. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job. Ach, sie ist hier viel besser als im Originalspiel. Viel besser, hier lernt man sie echt mögen irgendwie. Yeah, we're alive. Thanks to him. Thanks, Louis. I'm surprised this thing even booted up. Und dass es zweimal funktioniert hat. Aber warum hast du sie eben gefragt, ob sie das gemacht hat? Willst du ihr unterstellen, sie kann mit Technik nicht umgehen? Wenn ich so an mich denke, da ich bin technisch in gewissen Dingen versierter als manch anderer Kerl. Also von daher. Das ist ein Klischee, mein Freund. Methoden zur Entfernung der Plager. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Wirt von einem Plager zu befreien. Injektion von Antigenen sowie einen äußerlichen Eingriff. Ist der Parasit noch nicht geschlüpft, kann er durch Verabreichung eines Antigens abgetötet werden. Sobald die Inkubationsphase jedoch vorüber ist, kann auf diese Weise nicht mehr viel getan werden, außer das Wachstum des Parasiten zu verlangsamen. Bei der zweiten Methode wird der Plager gezielt von außerhalb des Körpers mit Hilfe von Strahlen einer bestimmten Wellenlänge abgetötet.
Das ist jedoch nicht ungefährlich. Hat der Parasit an das Nervensystem seines Wirts angedockt, ist der Vorgang mit entsetzlichen Schmerzen verbunden. Und es gibt keine wirksame Betäubung für diese Art von Behandlung. Selbst bevor der Parasit voll ausgereift ist, ist der äußerliche Eingriff mit hohen Risiken verbunden. Ist das adulte Stadium erreicht, ist es endgültig zu spät. Die Entfernung des Parasiten bedeutet den Tod des Wirts. Wenn man allerdings bedenkt, was mit dem Wirt passiert, kann man den Tod wohl schon fast als Erlösung betrachten. Ein Bild. Europe Laboratory 6 Dream Team. Mit Louis in der Mitte. Das Dream Team vom europäischen Labor 6. Gut, das Spray kann ich wahrscheinlich gebrauchen nach den Qualen gerade auf dem Stuhl da. Hoppla. Saddlers Absichten. Wer glaubt, dass die Plager nur ein Werkzeug zur Erschaffung mächtiger Biowaffen sind, irrt. Ihr wahrer Wert liegt in ihrer Fähigkeit zur Kontrolle. Wie sehr ein Individuum sich auch wehren mag, eine einzige Injektion kann jeden in einen treuen Diener verwandeln. Wer braucht noch Spione, wenn man den Feind von heute in den Verbündeten von morgen verwandeln kann? Nur einen einzigen Insider zu kontrollieren, kann eine ganze Organisation, wenn nicht gar eine ganze Nation, in die Knie zwingen. Die Massenproduktion der überlegenen Spezies hat dies möglich gemacht. Wir haben Saddler Macht verliehen. Es ist offensichtlich, was er als nächstes vorhat. Was passieren würde, wenn Saddler so viel Kontrolle erlangt, kann man sich kaum vorstellen. Ausmalen ist egal. 6 Milliarden treue Diener unter seiner alleinigen Führung. Es gäbe niemanden, der sich ihm entgegenstellt. Kein Krieg. Gut, kein Krieg wäre vielleicht mal schön. Allerdings nicht, wenn man 6 Milliarden Zombies auf der Welt hat, die einem gehorchen. Vielleicht gäbe es zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Frieden. Ja eben, aber auf was für Kosten? Aber ich weiß, wie Saddler und die anderen die Leute auf diese Weise seit Generationen... Nee, auf dieser Insel seit Generationen unterdrücken. Ich weiß, wie er sie behandelt. Das ist kein Leben. Deswegen werde ich das auf keinen Fall zulassen. Ach Mensch, Louis. Der Bernstein. Diese Probe, die ich den Bernstein nenne, hat einfach im Lager rumgelegen und Staub gesammelt. Wir hatten früher haufenweise Exemplare für Experimente. Es ist also gut möglich, dass dieses einfach übersehen wurde. Eigentlich habe ich ihn nur wegen seiner außergewöhnlichen Form in mein Labor gebracht. Nach einer ersten Analyse habe ich meine Meinung geändert. Der Bernstein hat eine sehr besondere Eigenschaft. Zwar ist der Parasit noch sehr klein und befindet sich in einem Übergangszustand, doch er trägt ganz offensichtlich das gleiche Organ in sich wie die dominante Spezies, die wir bisher nur bei Saddler gesehen haben. Wenn er sein volles Entwicklungsstadium erreicht hat, könnte der Bernstein sich mit Saddlers Kraft aufnehmen, sie vielleicht sogar übertreffen. Leider wurde der Bernstein von Saddler konfisziert, bevor ich weiter daran forschen konnte. Er beobachtet mich sicher. Ich muss mit dieser Probe zurückholen und fliehen, um meine Forschung woanders fortsetzen zu können. Es ist die einzige Möglichkeit, Saddler die Stirn zu bieten. Natürlich kann ich dieser Gruppe von außerhalb genauso wenig trauen. Aber ich bin schon so weit gekommen. Hoffentlich kann ich mich wie immer irgendwie aus der Sache rausmogeln. Mir bleibt nichts anderes übrig, um der Welt willen. Someone had a field day looting the Umbrella Labs. Jo, warte. Okay. E-Mails betreff unsere Abmachung von Louis. Ich habe die Forschungsdaten, die du wolltest. Lass uns treffen, wo, Ort und Zeit, wie besprochen. Nur noch mal zur Sicherheit, wenn ich liefere, bringst du mich hier weg, richtig? Von AW, Ada Wong. Ich hoffe, du hast den Bernstein nicht vergessen. Ohne ihn sind die Daten wertlos. Lass mich nicht mit deren Händen zurückkehren. Wäre doch schade, wenn deren Platz frei bleiben müsste. Unseren Code weißt du noch, oder? Entspann dich, hab ihn nicht vergessen. Und mach dir keine Sorgen um den Bernstein, mir fällt schon was ein. Kannst du mir vielleicht eine Packung Kippen mitbringen, Marc? Ist egal. Und auch schön an seine Kippen denken. Alrighty. Jetzt da hoch, ich schätze mal ja. Sorry. Like I said, we're a team. Sorry, wofür? Du kommst da nicht alleine hoch. Und sie kann dich kaum hochheben mit der Räuberleiter. You're getting good at that. Right? Achso, jetzt hat die Leiter untergelassen. Dankeschön, Miss Graham. Never been better.
Du siehst doch besser aus, Leon. Nicht mehr so viele schwarze Adern überall. Ich wollte vorhin schon sagen, bei dem anderen Abschnitt, wo Sadler zuerst kam, Leon sollte sich mal waschen, aber nee. Das war ja nur. Er sah ja nur so komisch aus dem Gesicht wegen diesem Parasiten. Ich habe 8. Kann ich nicht hier machen. Du bist Pistolenmunition. Das ist es mir gerade nicht wert. Oh, I'm sure she's fine. She's not the type to roll over that easy. Sounds like you know her well. Nein. Tut er nicht. Er kennt sie gar nicht. Er würde gern. Er tut's aber nicht. Also, Ashley, keine Angst. Leon ist noch Single. Jetzt sind wir wieder hier. Ach, das war der Schatz, oder? Nee, halt, Quatsch. Ach, scheiße. Natürlich sind die auch hier die Mistviecher. Sollte ich es doch besser wissen. Jetzt komme ich da dran. Och Mann. Splash. Illuminados-Anhänger. Dahinter ist noch was. Hier steht was. Monolith allen Ursprungs. Tief unter der Burg habe ich meinen Glauben entdeckt. Sehe die Überbleibsel Gottes hinterlassen in dieser Welt. Alles beginnt hier. Adam Sandler. Ich wollte schon Sandler sagen. Das ist aber jemand anders. Osmund, der 15. Also, das auch noch. Mach mir doch die 15 kaputt. Illuminados letztes Kapitel. Preise die heiligen Insekten. Uns wurde das Paradies auf Erden versprochen. Mann, Frau oder Kind. Seine Liebe unterscheidet nicht. Vieh, Fisch oder Vogel. Jede Kreatur sei gleichermaßen gesegnet. Preise die heiligen Insekten. Wir sind die demütigen Diener Gottes. Seine Weisheit überwindet alle Berge. Seine Allmacht überquert jede See. Das Licht des Himmels bewohnt allem inne. Lasst unsere Leiber der Boden sein, auf dem alles gedeiht. Preise die heiligen Insekten. Wir sind die Herde und der Hirte führt uns. Unsere Gebete werden auf der ganzen Welt erklingen. Jeder wird sie hören. Schließlich wird es mehr von uns geben, als Sterne am Firmament leuchten. Was für ein Schwall. Ach, unfassbar dummes Gesülze. Preiset den Herrn. Preiset die Insekten. Oh, wir sind nicht würdig. Wir sind auch nur Würmer. Stimmt. Es gibt durchaus Lebewesen, die man als Würmer bezeichnen kann. Und ich meine nicht die Würmer an sich. So, wo geht's jetzt hin? Hier. Nach oben, ja. Halt! Schießpulver ist wichtig. Kann man noch was mitmachen? Nur was? Gewehr habe ich ja genug, Flinte. So. Noch mehr Käfer, wahrscheinlich. Da vorne. Haha, diesmal nicht. Was? Wo? Du dumme Sau. Komm hoch. Wo kamst du her? Sorry, Ashley. War wirklich nicht mit Absicht.